Gemeinsam wurde die zweite wichtige Weltmeisterschaft entschieden. In der Rallye-WM kam es 1984 wieder zum Zweikampf Lancia gegen Audi, wobei das Ingolstädter Werk diesmal vorzeitig beide Titel sichern konnte. Im vergangenen Jahr wurde Hanno Mikola Arne Hertz bekanntlich Fahrerweltmeister, während die Markentrophäe an das italienische Haus ging. Diesmal wurde das schwedische Team Stig Blomqvist, Björn Cederberg von vornherein auf die Fahrer-WM programmiert, während Mikola Hertz, Mouton Pons und Röll Geisdörfer nicht alle Werkseinsätze fuhren. Walter Röhrl war es vorbehalten, die neue Waffe, den kurzen Quattro, zur Standfestigkeit zu verhelfen, was inzwischen offensichtlich gelungen ist. Aber schon stehen zwei neue Konkurrenten vor der Türe, um den bisherigen Zweikampf zu erweitern. Der Peugeot 205 mit Ari Vatanen konnte sich bereits trefflich in Szene setzen. Der Ford 200 RS wird wohl erst 1986 das Siegen schwerer machen. Im Rallye-Sport dürfte so schnell keine Langeweile aufkommen.